Gernot Kulis ist der Ö3 Callboy. Ja, hallo. Ja, Christina Gottschopitsch spricht da. Ja? Es ist so, ich rufe aus Wien an, also ich wohne in Burgenland, da in Wien ist Lockdown und wir dürfen nicht nach Bahndorf ins Shoppingcenter einkaufen gehen. Die Geberer kontrollieren, da kannst du mit der Nummer da für Wien nicht einkaufen, zahlst straf 1400. Ja. Und jetzt wäre meine Frage. Und jetzt wollen sie mein Auto haben. Nein, es reicht, wo wir die Nummern dafür tauschen würden. Aha. EU ist erlaubt, ND um sie ist auch erlaubt. Und wenn wir zwar jetzt tauschen könnten für kommenden Freitag, da würden wir runterfahren, gehen einkaufen mit ihrer Nummer dafür. Dann sind wir angerannt oder was? Polizei merkt das eh nicht. Die können ja nicht Nummer dafür tauschen. Das ist ja das Kennzeichen schon nicht zulassen für ein Auto. Ja, aber für eine Stunde merkt das keiner. Ah, das merkt keiner, nein. Und sie bauen einen Bus raus mit meinem Kennzeichen und dann stehe ich da deppert. Wenn sie irgendeinen Fisch dran, dann stehe ich deppert da. Was haben Sie für ein Kennzeichen? Ja, Wiener, aber es ist gleich lang wie das Burgenländische, ich habe schon geschaut. Ja. Wir wollen nur, wie braun. Das ist mir schon klar, dass das gleich lang ist. Ja. Aber was für Kennzeichen, was Sie haben? Ja, das sehen Sie, wenn wir tauschen. Ich tausche mit niemandem irgendwas, den was ich nicht kenne. Die Nummer darf ich sicher nie mehr wieder. Warum sollte ich das machen zumindest für einen Wildfremden? Ja, aber würden Sie das für mich machen? Sofort. Aber in Wien ist es zu. Sie sind auch ganz so schlauer. Ne? Treffen wir uns kurz vor dem Zentrum. Ich treffe mich nicht mit Ihnen, wenn ich Ihnen nicht kenne. Aber wenn man es im Bahndorf... Haben Sie mich nicht verstanden? Dann tauschen wir das ganze Auto. Sie kriegen dabei mein Auto. Interessiert ja mich nicht. Wer weiß, was das für alte Chessen ist? Und ich weiß nichts von Ihnen. Gesagt, ob das Auto Ihnen gehört oder nicht, wenn ich keine Daten nicht habe. So, dann gebe ich Ihnen jetzt einmal die Einkaufsliste. Vielleicht gehen Sie einkaufen ja, für mich. Genau. Ja, ganz sicher nicht. Na, dann habe ich halt Pech gehabt. Doppeltes Pech gehabt. Wieso? Ich bin eine Polizistin. Die falsche ausgesucht. Entschuldigung, was sind Sie? Ja, Sie haben schon richtig gehört. Eine Polizistin. Jetzt brauche ich einen Namen, eine Adresse und eine Telefonnummer. Der Ö3 Callboy. Das ist ein Jackpot. Namen, Adresse können Sie haben, Telefonnummer nicht. Ja. Rufen Sie ihn nicht an, er ruft Sie an.